Guten Morgen, YouTube-Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es ist Samstagmorgen, 7.50 Uhr. Wunderschön, Sonne scheint seit langem mal wieder. Wir sind unterwegs in der Wald. Ich sitze im 511er, habe den Rückenwagen dran. Und hinter mir fährt mein Bruder mit dem Vario, da ist der Frontlader in Salvin dran. Wir machen heute wieder ein bisschen Brennholz und werden euch ein bisschen mitnehmen. Und fahren jetzt hier in den Wald und dann sehen wir uns gleich im Wald wieder. So, wir sind jetzt hier im Wald angekommen. Ich habe auch schon ein bisschen was geschafft. Ich habe es ganz vergessen, bei den ersten Bäumen die Kamera mitzunehmen. Dann war er schon hier. Wir sind hier an der Straße. Ich hoffe, man hört es jetzt vom Bach hier. Und hier sind viele Dürrebäume, die einfach Trockenschäden gehabt haben und kaputt gegangen sind. Da oben steht noch einer. Und die müssen jetzt aus Gründen von der Straßensicherheit hier gefällt werden. Die meisten gucken wir, dass wir sie in den Bestand reinfällen. Deswegen haben wir Umlenkroll dabei mit dem Seilwind. Einfach, dass wir nachher weniger aufräumen müssen, weil hier haben wir jetzt schon ein paar, die ganz unterstanden sind, hier hingehauen. Und ihr seht es ja selber, müssen wir nachher noch aufräumen. Ja, ich würde sagen, ich gehe hoch und dann müssen wir jetzt mal die, die wir gefällt haben, erstmal rausziehen, dass wir wieder wegen laufen können da oben. Ja, zu unserer Ausrichtung gehört der Fellpeil. Also ohne den würde man nicht mehr in der Wald, das ist eine richtig geile Sache. Dann haben wir die große Fellsäge, 462 dabei. Ich weiß nicht, ob man es hört, oben mein Bruder mit der Husqvarna 55, 261 von Stiel haben wir auch noch dabei und Dolma auch, also Motorsäge haben wir genug. So, ihr seht jetzt, wir haben jetzt die Bäume hier mal gefällt, so dass man sie nachher möglichst gut mit dem Seilwind rausziehen kann, weil das so wenig sind. Säge mal alle kurz 5 Meter Abschnitte, lade sie auf der Rückenwaage und fahre sie dann zu unserem Auftraggeber heim. Ich habe jetzt da eine angehängt, lassen wir mal hier runterziehen. So, noch den Fellkeil hier wegmachen, dass der nicht runterkommt. So, und weiter geht's. So, weil es hier so steil ist und wenn man jetzt aufpassen, dass wenn sie gleich rutscht, dass wir dann aufhören. So, noch ein wenig. Jawohl, wunderbar. Also, jetzt können wir gleich noch die nächste hier anhängen. Holen wir das Seil wieder.
Also, wir haben jetzt die Bäume alle weg. So, jetzt sieht es wieder ordentlich aus. Mal gucken, wie lang. Ne, jetzt alle 5 Meter abgesägt. Jetzt laden wir sie auf. Und dann, genau, fahren wir zu. Dann haben wir es für heute. Also 6-Zylinder ist schon was Feines. Ist alles drauf gegangen, ein bisschen was ist zusammengekommen, aber für den Wagen hätte noch ein bisschen was Platz gehabt. Wir räumen jetzt noch die Straße hier ein wenig auf und dann war es das für heute. So sieht es doch jetzt wieder ein bisschen ordentlicher aus. Da oben steht noch eine drin, aber die ist vom Nachbar. Die haben wir stehen lassen sollen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich gerne auch abonnieren. Und wenn ihr Fragen zu uns oder unserer Maschine habt, einfach mal in Kommentare stellen, schreiben, dann versuche ich die als mal auch zu beantworten. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, schöner Sonntag noch, angenehme Woche und bis nächsten Sonntag dann. Ciao, ciao.